gelaunt. Geht's euch gut? Ja, das kann sich auch schnell ändern. So schlimm wird es nicht werden bei dem Wetter. Wir sind ja schon mal doch noch ganz gut gestartet. Hier rechts haben wir ein wunderschönes Museumsschiff, der grüne Segler, die Rigmas. Im Jahre 1896 auf der Rigmas eigenen Werft in Bremerhaven gebaut. Liegt hier fest verteilt als Museumsrestaurantschiff, kann man natürlich besichtigen. Unsere Tour geht jetzt erstmal schnell nur zurück in die Rheinstadt. Auf dem Band vom Rückflug, wir haben jetzt auflaufen, war schon gut, komme ich dann noch dazu. Also ich bin eine Stunde ist dann schon wieder fast Schluss mit der Speicherstadt. Wasser schiebt heute ganz schön stark rein. Dann haben wir ja doch alles. Ja, hier rechts aber das nächste schöne Museumsschiff, die Cap San Diego. Das weiße Schiff hier neben uns, das größte noch fahrbehalte Museumsschiff der Welt. Wie ist denn ein Feuerschiff? Ihr seht's, das hieß mal Light Vessel 13. Denn dieses Feuerschiff lag noch Anfang der 80er Jahre vor der englischen Küste. Hat dort den Schiffen den Weg gewiesen, sollte dann mal verschrottet ausgemustert werden. Kaufmann hat hier jetzt hier nach Hamburg geholt, schön restauriert. Das Feuerschiff ist jetzt Café, Bar, Hotel. Das Zimmer waren so kaputt, wurden dann nicht mehr aufgebaut. Und hier sind dann solche Bürohäuser sozusagen entstanden. Ja, und kurz Geschichte, es begann so um 1880, aber bevor hier gebaut werden konnte, da gab es noch ein kleines Problem. Und da gab es doch allerhand Probleme, hier die Genehmigung für diese Brücke zu bekommen. Aber ihr seht, es wurde geschafft. Sie steht da oben. So, hier rechts ist das ehemalige alte Kesselhaus. Hier wurde früher Dampf für die Speicherstadt, später Strom erzeugt, also die Energiezentrale. Jetzt ist im Kesselhaus ein Informationscenter drin. Das ist ein riesengroßes Modell von Hafen City Speicherstadt, viele Pläne. Also könnt ihr gerne mal rein. Hier nach der Brücke rechts, da steht das kleine Fleetschlösschen. Ihr seht es gleich, so ein wunderschöner kleiner Rundsteinbau auf drei Säulen. Das war eines mit der ersten Gebäude, die hier früher errichtet wurden. Das Fleetschlösschen hier rechts. Wir fahren dann hier rechts auch wieder raus, sehen wir also nochmal ganz kurz. Da war mal Zollposten drin, da war die Feuerwehr, die Brandwache untergebracht. Das war mal Toilettenhäuschen, Kaffee, Imbiss. Also alles gut gemixt. Jetzt ist es ein kleines Café in der Bar, sitzt mal ganz nett, das Fleetschlösschen. So, wenn ihr jetzt hier mal zu dem rechten Speicher schaut, hier ist es schön zu sehen. Eigentlich ist es ja in der ganzen Speicherstadt so. Ihr seht hier unten, die unteren Räume sind alle zugemauert, dicht gemacht oder müssen wasserdicht verschließbar sein. Und das ist dem Hochwasser geschuldet. Denn wenn hier extreme Sturmfluten sind, dann ist hier auch Land unter. Da sind teilweise die Brückenstraßen überschwemmt. Man hier also das war schon was ganz Besonderes. Das sind die sogenannten Westfalentürme. Das heißt, der Herr Westphal war früher Chef der Feuerwehr, Branddirektor Westphal. Und der Kollege fährt raus. Da haben wir noch einen Moment Zeit. Können wir es hier nochmal querlegen? Könnt ihr hier rechts auch nochmal schön gucken, wie das hier aussieht. Also, das sind die Westfalentürme. Das sind Feuerschutztreppen. Das heißt, diese Türmchen sind wirklich rund gemauert. Da ist eine gusseiserne Wendeltreppe drin. Wenn es gebrannt hat, ihr seht diese Eisenbalkone, da konnte man raus auf den Balkon, aus dem Speicherboden raus und in der Mitte rein ins Türmchen. Ganz einfache Sache, sehr effektiv. Und das ist aber nur in den letzten Speichern hier gebaut worden, die zum Schluss waren diese sogenannten Westfalentürme. Und den Namen Westphal, den könnt ihr euch auch mal so ein bisschen abspeichern, den hört ihr nämlich dann gleich nochmal. Frei gehabt, aber das ist ja nur noch Beton, was hier gebaut wird. So ein paar kleine nette Rasenflecken, die es früher gab, die sind auch schon mittlerweile zugelastet. Also das ist schon relativ gut für meinen Geschmack. Aber würde ich sagen. Hier links ist es auch noch gleich die Brücke. Schlachtet man die Dinge aus oder schraubt sie zusammen, egal wie der Zustand ist. So nach dem Motto, aus 3 mach 1 und das Ding fährt dann noch. Also ganz unterschiedlich, die Fahrzeuge gehen ab Richtung Süden. Ich habe noch eine kurze Frage, falls wir ein paar Minuten länger fahren sollten, ist das hier irgendjemand ein Problem? Seid ihr stressfrei oder habt ihr Zeitmangel oder so? Ich rede jetzt mal von 10 Minuten. Ist das okay? Ja, ich frage ja nur nicht, dass sich dann einer beschwert. Dann können wir nämlich hier nochmal kurz in die Hafen City reinfahren, in den Innenbereich, wenn hier die Joghurtbecher vorbei sind. Denn hier ist noch ein ganz altes, traditionsreiches Hafenbecken.
vom ehemaligen historischen Hafen. So Jungs, dann gib mal Gas hier. Oder der wartet das noch besser. Man weiß ja nie. So, Schiff kann schaukeln, ne? Ist er. Ja, ich sag's ja nicht. Ja, dann fahren wir nämlich hier nochmal in den Innenbereich kurz rein. Da hat man nochmal so schön also die Brücke hochgeklappt. Jetzt zur Hälfte, dass man die rüberführt. Gut zu Fuß erreichen, wenn man hier mal unterwegs ist, eine Runde rum oder über die Brücke hier links durch, dann habt ihr schon die Speicherhaut umgedreht. Das sind hier keine Riesenwege. Wenn wir zurückkommen, dann dürfte es so 3,50, 3,60 sein. Und jetzt wird es schon richtig eng mit der Speicherstadt bei 3,20. Wir sind hier ständig im Hamburger Hafen stationiert. Ansteckungsgefahr. Also, es ist noch nicht so, wie es sein soll. Egal. Fischmarkt, den gibt es jedenfalls schon ganz lange und irgendwann ist das auch wieder alles normal. Gut, war so wie das früher mal war, so ist es auch heute nicht mehr hier am Fischmarkt. Das ist auch klar. Jetzt gibt es hier auch alles, was wie Kiet und Nagelfest ist. Gibt es jede Menge original Hamburger Ware in China zu kaufen. Hier gibt es fliegende Aale, Bananen, Blumenpflanzen, eigentlich alles, was man nicht unbedingt benötigt oder braucht. Aber schon mal interessant, hier dabei zu sein. Auch wenn man die Hälfte abends wieder wegschmeißt, egal, Schnäppchen ist Schnäppchen. Das geht hier bis zum bitteren Ende über den Ladentisch. Und gleich hier dahinter rechts diese schöne Backsteinhalle mit der Glasfront, wenn man es denn möchte. Das ist kein Problem. Denn nicht nur das Docklands, das Kreuzfahrttürmel ist interessant. Die Gebäude rechts dahinter, das ist nämlich hier der ehemalige alte Fischereihafen in Hamburg gewesen. Also Fischfangflotte gibt es schon viele, viele Jahre nicht mehr. Das ist lange vorbei. Also da bewegt sich schon was, wenn die den Hebel auf den Tisch legen. Das macht richtig Spaß, mit so einem Schlepper zu fahren. So, dann haben wir hier, guck mal da, rechts steht es dran, ein Feuerwehrboot. Und was steht da? Mal wieder weitersehen, dann seht ihr schon rechts, hier beginnt auch der Elbstrand. Copacabana Hamburgs. Also, das ist schon mal eine richtig coole Sache hier. Und gerade bei dem Wetter, ihr seht, der Strand ist natürlich. Dinger werden also dann noch länger als 400 Meter sein, viel breiter, können die aber nicht werden. Dann ist ein Problem. Ihr habt ja sicher mitbekommen, als vor ein paar Wochen so ein Kollege in die Wüste gefahren ist durch den Newskanal. Ja, der war so ein Teil hier mit 60 Meter breiter, 400 Meter länger. Und wenn die dann noch breiter werden, dann wird es ja noch enger. Dann wollen die alle durch die Wüste fahren, das geht ja auch nicht. Also das war schon ganz schön krass. Also irgendwo ist dann auch eine Grenze. 24 Stunden rund um die Uhr werden die Schiffe B- und Entladen. An Land, ihr seht es ja hier überall rechts, links vor uns, sind dort zigtausende Container, die da oben rumstehen. Und dann seht ihr hier überall so eine komischen Fahrzeuge. Hier vorne kommt gerade einer vom Schiff gefahren. Mit so einem langen Bein, das sind die sogenannten Vent-Carrier. Das sind also Spezialfahrzeuge für den Containertransport. Und da ja meistens drei Container übereinander gestapelt werden, damit das platzsparend ist, sind diese Dinger also so hochgebaut. Die können also die Container sich schnappen, hochziehen, in die Reihen fahren und den Container am Platz hinstellen oder halt wieder abholen. Die wuseln also den ganzen Tag hier durch die Gegend, diese Van-Carrier, so nennt man die Dinger. Wer da überall hier beobachten können. Aber jetzt haben wir erstmal was anderes zum Gucken. Unterwegs sein solltet und hier rechts zum Panorama genießen möchte, dann war das auch euer letzter Blick gewesen. Solchen Schiffen sollte man dann wirklich nicht so dicht vor die Nase fahren, das dürfte jedem klar sein.
die sehen uns hier unten nicht, logischerweise. Und diese Riesenpötte, und das Ding ist ja auch 400 Meter lang, die sind heutzutage sehr schnell unterwegs. Das heißt, diese großen Schiffe entwickeln auch eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Knoten. Und daneben, wenn man noch so eine Tiefgangsmarke, so eine Zahlenreihe zu sehen, da kann man immer den momentanen Tiefgang ablesen. Die sind über 12 Meter noch, wenn ich das richtig sehe. 12,5 Meter. Also hier rechts habt ihr die Zahlenreihe, könnt das lesen. An der blauen Kante oben, das ist der Maximaltiefgang von 16 Meter. Also was hier noch so verwaschen rot ist, ist noch alles unter Wasserfarbe normalerweise. Was haben wir hier? 12,40 Meter, kann man sagen. Ja. 12,5 Meter stecken jetzt noch unter Wasser. Maximal 16 Meter ablehnen. Auch nochmal so ein Teil. Also diese kleinen hinteren Schiffe, die sind nicht ganz so hoch. So, wenn der Kollege weg ist, können wir gleich mal so einen kleinen Sandwich nochmal machen. Das ist auch noch cool. Seite ist ja der Elbfluss, der südliche Elbarm, und die Elbe ist dieses Gewässer, bringt natürlich auch jede Menge Sand, Schlick und Schlamm, also Sedimente mit sich. Und um die Hafenbecken hier hinter uns zu schützen, würde natürlich hinter uns die Hafenbecken und hier alles viel schneller versacken, versanden. Und um das zu vermeiden, hat man hier damals diese Schleusen integriert. Also die Schleuse hier vor uns, die ist erst neu gemacht, vor 6-7 Jahren ist die komplett erneuert worden, modernisiert. Es gab mal noch eine zweite Schleuse. Ist das eine Ruhe? Lebt ihr noch? Geht's euch noch gut? Ja. So, das Tor schließt sich schon. Ja, die Schiffe, die gerade vorbeigefahren sind, sind gerade weg. Gut, da ist noch so ein kleiner Segler, aber der zählt jetzt nicht. Man sagt auch, diese Schleusen hier funktionieren wie eine gute Ehe. Ist immer nur eine Klappe geöffnet. In dem Fall das Schleusentor. Das ist nämlich da hinten die Verladestation, wenn wir hier drehen dann. Das hier die Binnenschiffe. Wir haben ja jede Menge Binnenschiffsverkehr hier auch im Hamburger Hafen, und die holen dann Kohle ab für irgendwelche Kraftwerke oder Stahlwerke. Kleine Schiffe. Aber unser Augenmerk liegt dann auch da hier rechts, wo das weiße Schiff mit hier unten Buchstaben liegt, da ist nämlich dann das Bolzverterminal Steinwerder, und da fahren wir natürlich dann als nächstes hin. Eigentlich erschwinglich sind, da kann man sich schon mal eine Woche gönnen, sich verhöhnen lassen. Das passt schon. Jetzt, das finde ich eigentlich sehr schön von den Bildern, deswegen sage ich das auch. Wenn die jetzt hier liegen und nichts los ist, dann können auch die Besitzungsmitglieder endlich mal aus dem Keller raus und können neu, hochmodern, sauteuer hier bei Bürgerfoss gebaut. Ja, die liegt hier so ein bisschen verlassen in dem Riesendock, denn das ist mit das größte Schwimmdock Europas hier, das Dock 11 von Bürgerfoss, immerhin über 300 Meter lang, über 50 Meter breit, passen also riesen Schiffe rein. Und hinter der Fregatte, ihr werdet es gleich sehen, da liegt nämlich noch ein Docktor. Nicht der Doktor, sondern ein Docktor. Da drin vom Trockendock.